Starke Kombination und jetzt Engelmann mit der Riesenchance. Es ist passiert. 1:0 für den SV Rödinghausen. Und der Torschütze ist ein Joker, Nicolas Serra. Und jetzt hat Rödinghausen Platz zum Kontern im eigenen Stadion. Es geht wieder über die rechte Seite. Die nächste Riesenchance und das ist wahrscheinlich die Entscheidung. Das ist sie auch. 2:0 für Rödinghausen und dann ist es kein Problem. Und es ist schon wieder ein Joker. Björn Schlottke macht hier vermutlich alles klar. 2:0. Angelo Langer. Die nächste Chance. Engelmann legt nochmal rüber und es ist der nächste Assist für Engelmann. Das ist das 3:0 für den SV Rödinghausen.